lila Münzen im Land der Wüste. Das wird auch wieder lustig. Das kann ich euch versprechen. Die lila Münzen waren jetzt hier nur auf diesem Bereich hier verteilt. Natürlich heißt es hier auch wieder aufpassen, weil instant toter Sand hier. Ja, stimmt, hier muss ich auch noch mit diesen Tornado-Viechern hier arbeiten. Halt, Luigi. Sehr gut. Heuer! Klar, gut. Oh, pff, Alter, Luigi. Der Typ, der schlittert, ey, das ist Wahnsinn. Nein, oh Gott! Oh! Mann! Dieser Luigi, ey. Also wegen dem kriege ich echt noch ein Herzkasper. Dann frage ich mich echt, warum schlittert der Junge so? Ey, hat er irgendwie Seife unter seinen Schuhen geschmiert oder wie? Gut. Wir haben ja auch hier wenigstens keinen Zeitdruck. Richtig blöd. Alter, Mann! Endlich. So. Da kriegen wir alles schon irgendwie hin. Ey, wie fies war das denn, ey? Na, komm, 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 komm. Und rüber. Boah, Luigi! Alter, wenn du hier so schlitterst, ey, wie schlitterst du dann bitte auf Eis? Der gelbe Tote hier, der schnarcht sich hier wieder an ab, ey. Der chillt hier wieder sein Leben. Wie sie alle hier ihr Leben chillen, während ich hier mein Leben riskiere. Nur für so ein paar dämliche lila Münzen. So, da haben wir welche. Hi, Knochen trocken, gehen wir nicht auf den Zeiger. Hier habe ich keinen übersehen. Alter, der Stuhl, ey, der knackt hier wieder. Ich brauche echt mal einen neuen Bürostuhl, ey. Das ist furchtbar. Wow. Ihr tut mir weh. Finde ich nicht so schön. Warte mal, da waren auch lila Münzen, ja. Da waren ja auch noch lila Münzen. Okay, die eine habe ich nicht erwischt, aber das ist kein Problem. So, zack. Wie geht, Luigi? Danke, du kleiner Toad. Oh, da ist auch noch einer, ey. Mann, dreh doch mal die Scheißkamera.
Wie fies, ey, wie hier hinter den Mauern einfach noch so ein paar Liter Münzen versteckt sind. So, jetzt mal wieder schnell zurücklaufen, damit wir die restlichen paar Münzen hier bekommen. Sorry, Toad. Da gucken wir noch eine, oder? Ja. Boah, bin ich ein bisschen auch fertig. So, gucke ich gerade mal, wie lange nehme ich denn schon auf? 45 Minuten. Okay. Ich würde mal sagen, mindestens eine Lila-Münzen-Mission mache ich noch. So, na, da haben wir auch schon die nächste. Ah, okay, an die Mission erinnere ich mich auch noch. Da haben wir auch noch eine. Da ist komplett. Hier ist offen. Wow. Hier ist fertig, alles klar, dann haben wir hier noch zwei Lila-Münzen-Missionen, die wir noch machen müssen. Dann haben wir das Schlafzimmer auch komplett. Die Lila-Münzen im Würfelgarten. Ja, das ist auch so richtig doof. Hier ist auch wieder mit Zeitdruck. Ich glaube, hier gab es auch wieder mehr wie 100. Das ist halt nur, wenn du dich dann verläufst, nicht mehr weißt, wo du hin musst für den Stern einzusammeln und dir dann die Zeit ausgeht. Das ist ärgerlich. Ich bin jetzt ein bisschen ruhiger, weil ich mich hier konzentrieren muss. Es fehlt nur noch einer. Oh, perfekt. Und direkt hinter mir ist auch der Spawnpunkt von dem Stern. Oh, nice. Ey, das war richtig gut gemacht. Das war richtig gut. Immer schön in eine Richtung gehalten von dem Würfel. Nicht irgendwie hier immer kreuz und quer andere Seiten nehmen. Einfach schön hier einmal drumrum. So viel gesammelt, dass nur noch eine Münze übrig war. Muss ich auf eine andere Seite. Und direkt hinter mir war der Spawnpunkt vom Stern. Perfekt. Ich bin früher auch so schwer mit dieser Mission getan. So, ich gucke gerade nochmal auf die Aufnahmezeit, liebe Leute. Ja, 10 Minuten haben wir noch. Ja, machen wir noch eine Runde. Sollen wir noch eine extra Bonusrunde machen? Okay, hier ist kein Schabernack-Komet, kein lila Münzen-Schabernack-Komet. Mal gucken, wo die nächsten sind.
Im Maschinenraum. Im Maschinenraum ist noch einer. Gucken wir doch mal, was der Maschinenraum uns noch so zu bieten hat. Welche Höllenqualen. Flug auf Lila Komet. In dem Herbstwald. Oh Gott, ey, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war auch wieder so eine Mission, ey, wo es im ganzen Level verteilt war. Hab ich jetzt ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf. Ich guck mal, was das Loft noch zu bieten hat. Ich meine, da war auch noch eine Lila Münzen-Mission. Wenn das allerdings die ist, die ich, in der ich glaube, dass es die ist, dann werde ich die nicht machen. Weil da muss der gute Rüdiger dabei sein. Nee, das war die hier. Okay. Ja, komm, würde ich sagen, machen wir die noch schnell. Müsste, glaube ich, auch nur auf einer Stelle im Level verteilt sein, komplett. Niedermünzen auf den Geisterschiff. Oh, Schiff. Ja, die machen wir noch schnell. Und dann haben wir 114 Sterne, glaube ich, wenn ich richtig gesehen habe. Ja, da müssen wir nur noch 6 Sterne sammeln. Und dann, ja, finaler Stern, 121. Und der Keanu spielt mal wieder Mario Kart 8 Deluxe. Ja, das ist ja auch momentan richtig im Hype drin wieder. Finde ich aber cool. Aber gestern, zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, am gestrigen Tag, Alter, wir hatten so einen geilen Gaming-Abend hier mit mehreren Kollegen aus der Community. Nicht nur mit Keanu oder nur mit Rüdiger, sondern mit mehreren Leuten. Das war mal wieder richtig geil. Gott, was haben wir da alles gemacht? Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist haben wir online gezockt. Wo ich auch ein richtig geiles Duell gegen den Chaos hatte. Guten Chaos Sonic. Das war das zweite Duell, wo einfach richtig spannend war. Der hat mich am Anfang so in die Bredouille gebracht. Also nicht wirklich in die Bredouille, aber er lag halt vorne. Dann im Laufe des Duells habe ich nochmal aufgeholt. Und der letzte Zug, wenn ich den letzten Zug verkackt hätte, dann hätte er mich wahrscheinlich noch platt gemacht. Aber nur ich habe dann einen Geistesblitz bekommen, habe dann so eine geile Combo gemacht. Habe dann sein ekelhaftes Monster, was mir wahrscheinlich das ganze Duell versaut hätte. Habe ich dann einfach verbannt und meine restlichen beiden Monster, meinem dunklen Magier, also dunkler Magier und Zitronenmagier-Mädchen, ja, ich habe ein Magier-Mädchen-Deck, mit den beiden habe ich dann seine restlichen Lebenspunkte ausgelöscht und zack, das Duell noch gewonnen. Booyah! Vor allem, was ich so geil fand, ich hatte halt durch diese Kombo halt meinen dunklen Magier auf das Feld beschworen, ich komme nicht an diese Münze ran, mein dunkler Magier aufs Feld beschworen. Mit einer richtig coolen Kombo mit dem Zitronenmagier-Mädchen. Ja, ich hatte dann auch dunkler magischer Kreis noch auf dem Feld. Und die Karte verbannt ja dann ein gegnerisches Monster, wenn ich einen dunklen Magier aufs Feld kriege. Und das ist ja auch, demnach war es dann ja auch so. Ja, hab dann sein ekelhaftes Monster verbannt. Und konnte ihm dann locker seine restlichen Lebenspunkte noch auslöschen. Das war so geil, die haben alle. Die ganzen Zuschauer, Keanu, Ryo war auch noch dabei. Ich glaube, war der Roadrunner da auch schon dabei? Boah, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls die Zuschauer hier, Keanu und Ryo, die haben mir da bei dem, die haben da uns zugesehen. Bei dem Einzug mit dieser Kombo, wo ich den dunklen Magier beschworen habe, die haben sich erst gefragt, was macht der in Smash da, ey? Warum opfert er jetzt da das Monster, damit er das holen kann? Und dann, okay, dann ist der Groschen gefallen, dann haben die gewusst, was ich vorhatte. Die waren richtig beeindruckt, die fanden, das war ein richtig sauguter Zug von mir. Das hat mich gefreut, das war auch wirklich ein spannendes Duell, ey. Also da wirklich nochmal GG an den Chaos, den guten Chaos Sonic. Er hatte da sein Zombie-Deck und so ein Vampir-Deck hatte da gegen mich eingesetzt. War auf jeden Fall richtig nice, das war ein richtig nices Duell. Ist schade, dass wir das nicht aufgenommen haben, ey. Das hätte ich gerne in meine Playlist aufgenommen. Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Aber naja,
Sollte nicht sein. Mal gucken. Vielleicht irgendwann mal nochmal gegen den guten Chaos. Vielleicht nehme ich das dann auf. Mal gucken, aber ob es dann genauso spannend wird. Das bezweifle ich ein bisschen. Was haben wir da noch gezockt? Wir haben da noch Mario Kart. Mario Kart 8 haben wir da noch gezockt. Also ich habe noch was gezockt. Ja, das ist ein Abend her. Das ist ein paar Stunden her und ich habe gefühlt die Hälfte schon wieder vergessen. Ich weiß noch, ganz zum Schluss haben wir uns dann auf jeden Fall noch den Yu-Gi-Oh! Film Borns Beyond Time haben wir uns dann noch angeguckt. Allerdings die Abridged-Version, also die verarsche Version, haben uns dann noch reingezogen. Richtig schön nochmal zum Finale ein bisschen ein Ablachen. Also war auf jeden Fall ein richtig geiler Gaming-Abend. Hat mir sehr gefallen. Könnte man ruhig öfters machen. Mit guten Jungs und Mädels. Tony, du bist ja auch im Scheinwerferlicht, oder? You bring a light? So, wow. Waren hier in den Kisten noch irgendwie wieder Münzen oder so? Ich glaub's nicht. Wow! Alter, da hat er mich verarscht, ey. Da hat der Buhu mich verarscht. Das gibt's doch nicht. Ich glaube, hier war nichts mehr, oder? Nee, warte mal, auf dem Schiff war doch, glaube ich, auch noch irgendwie so ein Mast, oder? Ja, genau, an dem Mast, da war doch auch noch was. Gott, wie bin ich denn da dran gekommen? Schafft Luigi das irgendwie mit einem Rückwärts-Salto-Jump? Nö, schafft er nicht. Kann ich mich da irgendwie so's? Genau, das hatte ich vor. Erstaunlicherweise, ob ihr es mir glaubt oder nicht, und keine Ahnung, was Luigi da gerade macht, der spasselt hier gerade ein bisschen rum. Sehr gut. Und hier oben war auch noch. Habe ich auch übersehen. Haben wir Schlaubi Schlumpftoad? Na du, irgendwelche weisen Worte von dir. Um jeder Münzen in der Ferne aufzusammeln, musst du einen Hechtsprung machen, oder? Ja, das kann schon sein. Hier noch irgendwas. Hier noch irgendwie was ekelhaft versteckt. Ich glaube es nicht. Ah, ne, doch. Zwischen den Kanonen. Zwischen den Kanonen. Noch welche? Alles klar. Alles klar. Hopsasa. Glaube ich da vorne, oder? Da vorne in diesem. Habe ich da was übersehen? Ah ja, tatsächlich, da habe ich einen übersehen. Das wäre dann die eine gewesen, die ich ewig lang gesucht hätte. Schade, dass es hier keine Panzer gibt. Dann könnte ich hier wesentlich schneller hier im Wasser agieren. Aber wozu gibt es die Drehattacke? Na, Luigi, na, was zur Hölle? Von was hat mich da bitte gerade so krass weggestoßen? Ah, das müssten die letzten sein. Oh, lass es bitte die letzten sein. Dann würde ich diese Aufnahmesession dann auch wieder beenden. Perfekt. Mamma mia, das war ein perfekter Run hier. So viel zum Thema perfekter Run. Ich darf mich einfach nicht selbst loben, weil dann passiert sowas. Und zack. Und da freut sich der Luigi. Zu Recht.
Nur noch 7 Sterne insgesamt. Okay, eigentlich sind sogar tatsächlich 8. Bei dem finalen Stern, den mache ich zweimal. Einmal mit Luigi, einmal mit Mario. Das haben sich die beiden auch verdient. Galaxy komplett. Speichern? Ich bitte darum. So, nur mal aus Neugier. Okay, da ist nichts mehr. Blablablub, da kommt mehr. Da kommt noch hier. Blablablub. Okay, alles klar. Dann haben wir doch schon mal wieder ordentlich was geschafft, würde ich mal behaupten. Alter, und genau hier vor der Karte rausgekommen. Geil. Ja, das sieht doch schon ganz ansehnlich aus hier. Badezimmer komplett. Badezimmer komplett. Terrasse komplett. Hier unten die finale Galaxie. Also die Galaxie gegen den finalen Bowser-Kampf hier. Die ist komplett. Die Küche ist komplett. Ja, finde nur noch Schlafzimmer, Maschinenraum und das Loft. Dann haben wir hier diese Map komplett. 114 Sterne. Ach Gott. Können wir doch stolz auf uns sein, oder? Können wir stolz auf uns sein? Ich denke, wir können stolz auf uns sein. Gut, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und denkt daran, immer schön zocken. Ciao!